Tegen 12 uur kwam er een melding binnen bij de meldkamer dat er een schip in de problemen zou zijn. Nou, bij aankomst van de brandweer bleek dat er water aan de achterzijde van het schip binnenkwam. Dus dat het lek geslagen was. En vervolgens is het schip nog naar de kant kunnen varen. En nu ligt het aan de trossen. En de brandweer is nu bezig met het water weg te pompen. Ja, wir waren alle schon in der Kajüte und waren am Einschlafen. Und da hat es tüchtig gerumpelt. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, die legen bestimmt jetzt an. Und habe die Ruhe bewahrt. Und wo ich die Kajütentür aufmache, standen schon 10 cm Wasser im Gang. Und das wurde innerhalb von Minuten immer mehr, dass wir kaum noch Sachen mitnehmen konnten. Ja, wir hatten kurz nach Mitternacht einen mächtigen Knall gehört. Also es ruckelte auch unwahrscheinlich. Wissen Sie schon, was vielleicht die Ursache war? Ja, Grundberührung, eindeutig für mich. Ja, ich habe nur gehört, es ist doch ein kräftiges Loch. Wir sollten alle in den Salon. Es hat auch die ganze Besatzung, also Passagiere gemacht. Und dann haben sie uns gesagt, wir müssen das Schiff verlassen, weil das Wasser weiter steigt. Und jetzt sind wir hier untergekommen in dieser Diskothek. De passagiers worden nu nog even opgevangen aan de IJsselkade in een café. En later gaan ze naar een accommodatie elders en daar zullen ze de nacht doorbrengen.